Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Liebe Freunde, liebe Community, es ist soweit. Letztens haben wir uns ja die Teile von Ja-Kommando angesehen, die Ja-Kommando Höllenwoche und so weiter. Und jetzt haben sich einfach Abertausende von euch gewünscht, Sascha, reagier doch bitte auf die Serie von KSK, die rausgeballert wurde. Reagier bitte unbedingt darauf. Die ist einfach zu heftig. Wir würden es einfach so fühlen, wenn wir da gemeinsam reinschauen könnten. Und ihr wisst, Freunde, war ich ja sogar beim Ja-Kommando. Das Ja-Kommando ist ja das österreichische KSK, also die österreichische Spezialeinheit sozusagen des österreichischen Bundesheeres. Und ja, ich war ja wirklich dort. Video gerne hier auschecken. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann habt ihr was verpasst. Unbedingt auschecken. Aber jetzt gönnen wir uns, was beim KSK so los ist. Ist ja ein unglaublicher Verband. Also Hut ab von meiner Seite. Welche Maschinen da drin sind, Freunde. Wir werden ab sofort nur Maschinen sehen. Lasst uns jetzt mal reinschauen. Nehme ich hier einfach mal reingeschrieben. Kämpfe nie für dich allein. 1 Million Aufrufe. KSK. Folge 1. 10 Minuten. Freunde, wir schauen da jetzt mal einfach rein und schauen, was da los ist. Folge 1, es wird legendär. Zurücklehnen und genießen. Vor allem hier das warme Bett oder hier die warme Atmosphäre, schön kuschelig warm, und die müssen jetzt irgendwo wahrscheinlich schon wieder komplett zerstört werden. Ich fühle definitiv mit, wenn ich zerstört werde, aber ich fühle es auch mal, wenn ich nicht der bin, der zerstört wird in diesem Moment, sondern ich mir auch mal gönnen kann, wenn jemand anders zerstört wird. In diesem Sinne, Freunde, lasst uns jetzt mal auf ganz entspannter Basis uns zurücklehnen. Ich hoffe, ihr habt schon Workout durchgeballert und einfach mal loslegen. Auf geht's. So muss das sein. So muss das sein. Ich glaube, diesen Teil habe ich mir auch rausgeholt, als ich die KSK-Aufnahmetest gemacht habe. Video fliegt auch oben rein. Deswegen kenne ich das Intro schon. Hey guys from Germany, this is my Belize. So, das ist genau das, wofür ich zu Hause trainiert habe. Wir üben, wie wir kämpfen. Der Wille entscheidet. Ich würde sagen, der Dschungel ist auf jeden Fall nicht mein Freund. Ballert es im Regenwald, so wie es im Regenwald eben ballert. Wow. Es tut auch hier und da was weh, es zwickt, aber alle halten durch. Ihr wisst, was die nächste Tage auf euch zukommt. Er weiß es noch nicht. Schmeißt ihn einfach rein, was passieren wird. Nehmt ihn auf, so gut ihr könnt, so gut ihr wollt. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, bei euch mal dabei zu sein. Und freue mich sehr, mit euch in den Dschungel zu gehen. Und in den mal Dschungel! Gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Es geht jetzt in den Dschungel mit dem KSK. Ey, ja, das kann was werden. Genau, Gott, geil. Bevor ich jetzt aber Unfall, setze ich mich jetzt auf den Sessel drauf, weil, nicht weil mich der Content umhauen wird, kann auch sein, aber ich habe vor kurzem eine Challenge gemacht. Falls ihr schon online ist, wenn das Video online geht, fliegt hier oben rein. Ansonsten darf ich noch nicht viel mehr verraten, außer dass all meine Beine komplett angeschwollen sind. Blasen auf den Füßen, zwischen den Zehen, und es war der Tod. Ja, aber ich lebe wieder, Freunde. Gut, aber tschüss. Pilotfolge, kämpfe nie für dich allein. Auf geht's, KSK. Vorbereitung in Kiel. Hi, mein Name ist Robert Mark Lehmann. Wir gehen jetzt kurz in meine Wohnung und ich muss langsam mal anfangen. Robert, sag mir was. Ich glaube, dem habe ich mir ein Video gegönnt, nämlich Godzilla versus Bär, wer gewinnen würde. Ja, habe ich mir gegönnt, war super sympathisch, hat mir richtig Spaß. Und noch was, ob es Megalodon gibt. Glaube ich, kann das sein? Ich bin normalerweise nicht so viel auf YouTube unterwegs, aber das hat es mir vorgeschlagen und das habe ich richtig gefühlt. Ist das der gleiche? Ha? Lass mal kurz schauen. Ja, nice, der hat ja auch einen eigenen Kanal, ja. Gerne supporten, Freunde, gerne vorbeischauen, aber lasst uns jetzt da mal weiterschauen. Also von dem, was ich gesehen habe, sehr empfehlenswert. Grüße gehen raus an dieser Stelle, Robert. Fangen zu packen, morgen geht's ab in den Dschungel nach Belize. Das heißt, eine Menge Equipment. Der ist da dabei, ist das crazy? Eine Menge Klamotten, eine Menge Medikamente, eine Menge Dinge, die man braucht, damit man auf den Dschungel gut vorbereitet ist. Das zeige ich euch jetzt. KSK hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte und mir das mal anschauen möchte. Solange der Brosis-Booster dabei ist und so weiter, alles safe. Also quasi Teil des Teams zu werden. Und dann habe ich gesagt, natürlich, weil... Ich bin für euch da im Dschungel, bin eure Augen, eure Ohren und versuche mal rauszufinden, was beim KSK so geht. Mit was für Typen komme ich da überhaupt irgendwie in Kontakt? Was sind diese Soldaten für Leute?
Keine Ahnung. Man weiß ja auch nichts über die KSK. Wer sind denn eigentlich die Menschen hinter der Maske? Das interessiert ja nicht nur euch da draußen. Und nicht ohne Grund ist das eins der meist gegoogelten Themen beim KSK. Was ist denn das überhaupt? Wer macht da mit und so weiter? Sondern interessiert mich persönlich natürlich auch. Und genau deswegen bin ich ja da, weil ich für euch einfach mal ja, den Blick in die KSK werfe und auch mal was erzählen darf. Und ihr seht ein Gesicht, was hoffentlich nicht zu viel leidet. Wir werden sehen. Es ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr. Es sind top trainierte Menschen im Kopf wie auch körperlich. Und na klar, ey, ich habe Angst, dass ich da auch nicht mithalten kann. Aber man weiß natürlich nicht, was kommt da auf einen zu. Ich habe ja auch keine großartigen Informationen, außer dass wir in den Dschungel gehen und dort, dass ich da teilhaben kann. Was sind das für Leute? Wer steckt dahinter? Wie geht's den Leuten denn eigentlich? Finden die den Dschungel auch geil oder ist das auch hart und anstrengend für die und nicht nur für mich? Das sind alles Fragen, die ich mir jetzt stelle und ich weiß auch überhaupt nicht, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Also sind die Typen cool oder finden sie mich total beschissen? Okay. So, jetzt müssen wir mal versuchen, das alles in diese Tasche zu kriegen. Das wird nicht ganz einfach. Ist mindestens zwei Paar Schuhe. Zack. Weil eins davon wird feucht sein, schimmeln, gammeln, Pilze, alles wird passieren. Hüte gegen die Sonne ist wichtig. Es gibt wenig wichtige Ausrüstungsgegenstände, die ich immer dabei habe. Dazu gehört natürlich eine Taschenlampe. Sehr wichtig. Löffel und Gabel in einem. Mag ich auch. Das ist einer meiner Lieblingsdschungeltipps. Da kommt Salz und Pfeffer rein. Denn selbst wenn du einen scheiß Wurm oder eine Made oder sonst irgendwas isst, mit Salz und Pfeffer ist das alles viel einfacher. Und das Wichtigste, was man auf jeden Fall brauchen wird, ist Das ist ein geiler Tipp. Das ist ja mal ein guter Tipp. Wenn man einen scheiß Wurm isst, mit Salz und Pfeffer ist es einfach einfacher. Gegen Vergiftung jeglicher Art und vor allen Dingen Durchfall. Ja, der Durchfall wird kommen, früher oder später. Ich interessiere mich natürlich auch fürs KSK. Ich möchte gerne wissen, was die machen. Die bleiben immer im Hintergrund, die kriegen nie eine Wertschätzung, außer in ihrem eigenen Team. Ich habe mich jetzt wochenlang darauf vorbereitet und ich habe Bock, die Jungs jetzt endlich kennenzulernen. Und aber wir werden es rausfinden. Früher oder später, und damit meine ich früher. Also quasi, morgen geht's los. Okay, so. Finde ich nice, dass die Vorbereitungsphase nicht zu krass gepusht wird, sondern dass man hier gleich auch ins Eingemachte geht. Oder ans Eingemachte geht. Gleich werden wir uns in den Flieger begeben. Und die Wettervorhersage sagt übrigens, wird alles genau richtig, so wie wir uns das vorgestellt haben. 7 Tage Blitz und Donner. Ja, dann melden wir uns wieder aus Belize. Ich bin gespannt. So, also angekommen in Belize, jetzt war der Trip, ich weiß nicht, fast 60 Stunden oder so sind wir jetzt auf den Beinen. Also ganz kurze Reise wie immer. Die Frage, jetzt ist so der Punkt, wo man tatsächlich... Wisst ihr was, mich interessiert jetzt, wo das ist, lass mal ganz kurz schauen. Also wenn wir hier richtig sehen, dann sind wir hier irgendwo, das heißt hier irgendwo, ja, zur Gegend. Mal schauen, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Ja, genau. Also da sind wir schon echt wirklich irgendwo im Nirgendwo. So weit war ich echt noch nie weg. Fuck, ich habe unterschrieben, dass ich jetzt hier dabei bin. Und jetzt sind wir hier, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ist eigentlich Linksverkehr oder Rechtsverkehr? Rechts. Gut, dass du fragst, nachdem wir losgefahren sind. Ja. Jetzt stehe ich kurz vor dem tatsächlichen Moment, wo es zum KSK direkt geht. Wir gehen jetzt gleich in die Kaserne der Belizean Defense Force, also der belizeanischen Spezialkräfte und des Militärs. Und fahre jetzt hier in eine ultra krasse Militärbaracke, wo alle Special Forces dieser Erde trainieren und treffe jetzt gleich die deutsche Eliteeinheit KSK. Ich habe einfach ein mulmiges Gefühl in alle Richtungen. Wow. So, es geht los. Ich treffe ihn jetzt. Also, bleibt dran. Hi, servus. Moin, ich bin Robert. Hi, grüß dich, Robert. Servus. Dass du da bist. Willkommen im KSK. Willkommen erstmal in Price Barracks in Belize. Einsteigen, dann fahren wir rüber. Ich zeig dir den Weg. So, jetzt treffe ich schon alle Jungs, oder was? Jetzt triffst du alle beteiligten Jungs an diesem Training halt. Wir sagen mal, Dschungelgrundlagenausbildung mit den Unterstützungskräften des KSK. Damit die halt reibungslos mit den Kommandokräften zusammenarbeiten können, machen wir mit denen ebenfalls eine Grundlagenausbildung hier. Grundlagenausbildung, Dschungelkampf. Sind das jetzt irgendwelche Spezialisten? Also haben die irgendeine Specialty? In diesem Fall hast du die Fernmelde. Ja. Das ist die zweite Unterstützungskompanie des Kommando Spezialkräfte. Ankunft, Leute. Willkommen. Danke. Kannst losgehen, ne? Jetzt wird's krass. Die Gruppe kurz vorstellen. Ja. So, Jungs, kommt ihr mal zusammen kurz?
Mein Name, Spitzname ist Giovanni. Ich bin der Oberfeld Bori. Hauptfeld Jürgen. Jo, ich bin der Hauptfeldwebel Nager genannt. Ich bin der Schulle. Ich bin der Joko. Hauptfeldwebel Bratschi. Ich bin der Egon. Ich bin Hauptmann Tim. Spitzname ist Medic. Ich bin der Oberfeldwebel Hans. Das ist der Robert. Boah, ihr wisst, auch eine Frau dabei. Heftig. Und vor allem, ich bin mir sicher, das sagt nicht jeder seinen echten Namen. Ja. Was die nächsten Tage auf euch zukommt, er weiß es noch nicht. Schmeißt ihn einfach rein, was passieren wird. Nehmt ihn auf, so gut ihr könnt, so gut ihr wollt. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, bei euch mal dabei zu sein. Und freue mich sehr, mit euch in den Dschungel zu gehen. Und bin mal gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Boah. Ja, ich hab Spaß an. Ah, ja, genau. Okay. Erster Eindruck so, ne? Da stehen so ein paar Typen mit Masken, super krassen Waffen, alle ungefähr 2 Meter groß, super krasse Schränke. Aber es ist, ich werde nervös. Das ist tatsächlich so. Scheiße. Holy shit, fuck. Ich bin hier, also ich bin in Kalfen Zugführer und hier führe ich eine der Gruppen, die nachher draußen zusammen Ausbildung betreibt und ausgebildet wird. Och, ich bin ja relativ neutral. Ich sag mal, andere Leute bezahlen dafür viel Geld. Gell? Die sind ausgewählt worden aus der jeweiligen Einheit, zusammengekommen hier nach Belize zu dieser Hochwertausbildung. Ob es Fernmelder sind, ob es Sanitäter sind, ob sie aus dem logistischen Bereich kommen. Um hier Wissen aufzusaugen, aus dem Bereich Überleben, aus dem Bereich Durchschlagen, Schießen. Und die Idee ist dann tatsächlich, dass sie wieder zurückgehen und dann von ihrer Erfahrung die Kameraden einfach teilhaben lassen. Wie gesagt, sagen die Namen nicht, wie du schon sagst, sonst würden die Maskierung nicht tragen. Die wollen einfach anonym bleiben, das hat den Grund, als wir dort beim Jagdkommando waren, haben sie es auch erzählt, das hat einfach den Grund, damit gewisse Operationen nicht gefährdet sind. Ja, weil, sagen wir jetzt mal, es ist eine Geiselrettung, ja, also ihr seid irgendwo Irak, Iran oder irgendwo, Afghanistan, ganz egal wo, unterwegs und ihr werdet, oder woanders auf der Welt und ihr werdet plötzlich als Geisel genommen, ja, passiert ja nicht selten. Und dann kommt in diesem Fall, wenn ihr aus Deutschland seid, vielleicht sehr schnell mal hier die KSK, bei uns das Jagdkommando und versucht euch zu befreien. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, die euch festnehmen, ganz egal welche terroristische Organisation das jetzt ist, die sind ja auch nicht dumm. Ja? Die haben auch oft sehr viele technische Mittel und finanzielle Mittel sogar. Und da ist es dann so, die könnten dann halt genau wissen, aha, der ist jetzt gekommen, der ist bei der KSK, der ist jetzt genau in diesen Ort eingefahren. Man weiß sofort, wer die sind. Dann wird das nicht mehr funktionieren. Deswegen bleiben die immer anonym. Wenn zu diesem Einsatz in diesem Dschungel, in diesem Environment kommt, je besser ich die Jungs im Vorfeld vorbereite, desto weniger fallen sie mir dann nachher tatsächlich im Einsatz, in Anführungszeichen, zu Last und desto besser können sie auch unterstützen. Heute ist eigentlich nur Vorbereitungsphase. Material verpacken, nochmal alles checken, ob alles passt. Alles so verpacken, wie ich es auch am schnellsten brauche. Waffen werden gecheckt, eingestellt, alles was dazugehört. Dann bereitet ihr eure ganze Ausrüstung vor, zack, den Dschungel packt. Genau, das haben wir teilweise heute Morgen schon gemacht. Da muss ich auch mal genau drauf gucken, was die Jungs so mitnehmen, dass ich nichts vergesse. Ich bin nämlich mit meiner Ausrüstung hinten dran. Ja. Dementsprechend liegt bei mir noch alles rum. Ja, cool. Zeige ich dir einfach mal, was noch Phase ist. Sehr gerne. Die Waffen hast du draußen schon gesehen. Also die Waffenkoffer. Eine Menge. Und Sekundärwaffe. Genau. Und hier ein Ansatz, was wir halt potenziell alles mitnehmen können. Also primär bewegen wir uns mit 2 Rucksäcken. Also hier erstmal sozusagen das Wohnzimmer. Mhm. Hier auf dem Haufen kommt gleich noch, ist so ein bisschen Kämpfen und Überleben. Jawohl. Sanität und Hygiene, gerade im Dschungel schwierig. Ja, also finde ich gut. Also hier ein kleines Medipack, Nähzeug, Licht, also eine Stirnlampe, Folienstifte, damit die eben auch schreiben. Jawohl. Erstmal die Hängematte. Grundsätzlich wollen wir mit der Hängematte erreichen, dass wir nicht auf dem Boden schlafen müssen. Nicht, weil wir uns irgendwie dafür zu schade sind, ja, sondern weil wir da einfach prophylaktisch weg von dem ganzen Viechzeug sind. Sondern eben auch zur Orientierung unsere Machete. Und das ist das auch, was ich tatsächlich am KSK cool finde. Die können, was das betrifft, machen, was sie wollen. Boah, ist das morgen früh um 5 Uhr aufstehen. Das sieht gut aus. In diesem Sinne sage ich jetzt gute Nacht. So, das war der erste Tag beim KSK. Ich bin jetzt auch ganz schön durch und freue mich auf mein Feldbett. Na. Und an dieser Stelle, Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, folgt uns auf Instagram, WhatsApp. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir schauen dann Teil 2, kommt dann bald auf euch zu. Aber schauen wir uns auf jeden Fall an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr den ersten Teil findet und ob ihr überhaupt wollt, dass wir uns Teil 2 gönnen. Lasst es mich gerne mal wissen. Bin nur gespannt. Auf jeden Fall hier, da sehe ich Potenzial. Also, wenn es da jetzt richtig losgeht, crazy, crazy. Fühl ich. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.